Y una vez ya teniendo ya la semilla para plantar a las bolsas, ya utilizamos Wir sind in Bolivien, auf der kleinen Kaffeefarm Munaypata. Andres zeigt uns, wie der Kaffee in der Baumschule vorbereitet wird, bevor er auf 1600 Metern in den Yungas am Fuße der Anden in den Hängen gepflanzt wird. Por ejemplo, esta con tierra negra, estiércol de gallina. Gefüllt sind diese kleinen schwarzen Beutel mit schwarzer Erde, Hühnerdung und feinem Sand. Wir springen nach Nicaragua auf die Kooperative Prodecup und sehen Kaffeepflanzen, die gerade aus der Baumschule kommen. In 4 Jahren ist es soweit, dass man anfangen kann, davon zu ernten. Tejido nuevo puede ser la bandona de esta nueva. Entonces allí, de ahí para allá va a ser la cosecha del año, porque aquí en esta parte de aquí ellos echaron esa cosecha. Entonces aquí va a ser hasta el próximo año. Esta cosecha para este año. San Cristobal. Oft sind reife Kaffeekirschen tiefrot. Es gibt jedoch einige Varietäten, die, wenn sie reif sind, ein tiefes Gelb annehmen. In Munaypata wachsen zahlreiche Pflanzen der Variante Catuai Amarillo, also der gelben Variante. Era amarilla, pero mira acá está medio verduzca. Das ist schön. Wichtig ist einfach, dass sie schön gelb sind. Die grünen sind noch nicht reif und die schon dunkelgelb sind oder schwarz, sind schon überreif. Und man sieht immer, ob sie schon reif sind, wenn man ein bisschen hochguckt. Wenn sie hier unten, also sie sind zuerst immer am äußersten Punkt dunkelgelb und dann zieht sich das langsam so hier rüber. Und eben wenn sie hier unten an dem noch ein bisschen grün sind, die sind jetzt alle, die hier zum Beispiel ist noch ganz leicht grün hier unten, die ist jetzt noch nicht ganz reif. Die meisten anderen sind hier reif, die können wir also pflücken. Kommt das in meinen Kanaster. Und man macht also hier durch das Pflücken erste Selektion. Und nachher werden wir aber alle nochmal ausbreiten und nochmal durchchecken, welche wirklich gut sind und wo vielleicht Risse sind. Zum Beispiel der hier hat einen Riss, siehst du das? Ja. Der Riss ist eben nicht von heute. Wenn die jetzt beim Pflücken aufplatzen, ist das nicht so schlimm. Aber der zum Beispiel, den werden wir nachher aussortieren, weil er den Riss, einen Riss hat, der schon älter ist. Das heißt, die ist dann draußen. Entonces esto no es suficiente. Falta agua. ¿No es? Falta agua para Y si no tuviera esto aquí, tuviera. Hier erklärt uns Marvin, Präsident der kleinen Kooperative, dass die heruntergefallenen Blätter den Boden vor Erosion schützen und Feuchtigkeit speichern. Guardo me da eso, esa rosita. ¿Cuánto tiene de edad este café? 10 años. 10 años le decía yo. 10 años. Der Wert einer Kaffeeparzelle bemisst sich neben der Fruchtbarkeit unter anderem daran, wie nah sie an einer Straße liegt. Denn der Transport der auf unwegbaren Hängen geernteten Kirschen zum Waschen und Selektionieren ist ohne Fahrzeug großes Mühsal. Auf dem Rücken und mit Eseln bringen Marvin und die anderen Kaffeebauern bis zu 60 Kilogramm schwere Säcke zur Weiterverarbeitung. Zum Ernten treffen sich die verschiedenen Familien der Kooperativen gemeinsam und unterstützen sich bei der Ernte. Circa 3-mal erntet man auf jeder Parzelle, denn zuerst sind die im Ast weiter außen hängenden Kirschen reif. Dann arbeitet man sich bei jedem Durchgang weiter nach innen. Die Produktion von Kaffee, insbesondere von biologischem Kaffee, ist teuer. Bis zur ersten Ernte dauert es 4 Jahre. 4 Jahre, in denen man die Kaffeepflanze pflegen und vor Krankheiten schützen muss. Und nach 4 Jahren ist die erste Ernte auch noch gering. Erst Jahr für Jahr nimmt die Erntemenge zu. Al quinto año te da una producción menor, después te va subiendo. Después,
Nach 8 Jahren jedoch wird die Kaffeepflanze auf ca. 30 bis 40 cm zurückgeschnitten. Das führt dazu, dass 2 neue Triebe entstehen, die wiederum Kaffeekirschen tragende Äste halten. Aber auch dieser Prozess braucht wieder Zeit. In der Regel findet die Kaffeeernte einmal im Jahr statt. Nur in wenigen tropischen Klimazonen kommt es zu 2 Ernten im Jahr, einer Haupternte und einer Nebenernte. Beim Ernten unterscheidet man zwischen 2 verschiedenen Methoden, dem Picking, das heißt der gezielten Auslese von Hand, und dem Stripping, wo mit der Hand alle Kirschen abgestreift werden und die Selektion erst anschließend stattfindet. Kaffee wird überwiegend von Hand geerntet. Aufgrund der Hanglage, dem oft dichten Geäst und den umliegenden schattenspendenden Pflanzen ist das auch kaum anders möglich. Brasilien bildet da eine Ausnahme. Hier wird der Kaffee zu großen Teilen im flacheren Land angebaut und auch maschinell geerntet. Mit der Kaffeeernte beginnt die Kaffeekette. Viele weitere Stationen folgen. Mit der Kaffeeernte werden die ersten entscheidenden Weichen dafür gestellt, dass der Kaffee einmal zu einem feinen Getränk in der Tasse wird. Die nächsten Schritte sind die Selektion und das Entpulpen. Dann im nächsten Video.